Das stellt Ihnen auch niemals ein Banker diese Frage, was haben Sie langfristig vor? Ist es bei Ihnen klar, wollen Sie die nächsten 10, 15, 20 Jahre da wohnen bleiben? Ja? Oder kann es sein, dass Sie sich beruflich verändern? Gut, das wissen Sie heute noch nicht, aber die Wahrscheinlichkeit kann man ja abschätzen und auch die Bereitschaft. Es gibt ja Leute, die sagen, ich wohne hier seit 50 Jahren, ich bleibe jetzt die nächsten 50 hier wohnen. Ja, andere sagen, ja, wenn es gar nicht anders geht, würde ich auch, keine Ahnung, nach Bayern gehen. Ja? So, dann ist es unter Umständen wichtig, was machen Sie mit Ihrem Haus oder mit der Wohnung? Sagen Sie, Sie verkaufen sie. Dann haben Sie im schlimmsten Fall eine Vorfälligkeitsentschädigung zu zahlen. Sagen Sie, nee, ich mache das ein bisschen pfiffiger, ich vermiete die. Ja? Und kaufen wir da unten wieder was. Dann haben Sie mit der Bank keine Probleme, dann läuft das einfach weiter. Es sei denn, Sie haben mit der Wohnungsbaukreditanstalt finanziert, dann dürfen Sie das nicht. Ja, ja. So, oder Sie sagen, nee, ich will sie schon verkaufen, die Wohnung oder das Haus. Was weiß ich, die Zinsbindung läuft noch 5 Jahre. Vorfälligkeitsentschädigung will ich und kann ich nicht bezahlen. Dann können Sie bei den meisten Banken das Darlehen mitnehmen und sich irgendwo in Bayern ein neues Objekt suchen und sagen, jetzt macht einen Pfandtausch. Altes Objekt ist verkauft und dafür kriegt er neues. Da müssen die zwar das Darlehen auch nochmal wieder alles prüfen, nehmen auch wieder eine Bearbeitungsgebühr, weil das auch zusätzlicher Aufwand ist. Aber sagen vielleicht in 80% oder 90% alles klar, machen wir, ja, kann abgewickelt werden. Da gibt es eine Bank, die mit einem, was ist das, Basketballspieler, ne? Die ist die letzten Jahre immer saugünstig gewesen. Ja, aber da habe ich den Fall gehabt, wo die Kundin sagte, Mensch, ich ziehe jetzt nach Bayern, ich will mir da jetzt ein anderes Haus kaufen. Da haben die gesagt, ja, machen wir. Aber wir berechnen 1% der ursprünglichen Darlehenssumme als Pfandtauschgebühr. Die haben für 330.000 gekauft, das war bitter. Ja? Andere Banken berechnen da auch was für. Zwischen 300, boah, ich glaube das Schlimmste, was ich bisher gesehen habe, waren 1.200 Euro. Ja, also deswegen, ne, der vermeintlich heute super günstige Darlehensanbieter kann unter Umständen dann teuer werden. Und das Blöde ist, das kann Ihnen vorher auch keiner sagen, aber man kann es zumindest ein bisschen einschätzen. Einige Banken, die eben auch einen direkten Kontakt mit dem Kunden haben und die auch sagen, wir haben nur ein Einzugsgebiet von 50 Kilometern, die behandeln ihre Kunden unter Umständen ein bisschen besser und ein bisschen kulanter als irgendeine Direktbank, die in Frankfurt sitzt, die den Kunden nie zu sehen bekommen. Die sagen, wenn er meckern will, kann man im Callcenter anrufen, da zahlt er auch noch ordentlich Gebühren. Und dann lassen wir ihn erstmal 20 Minuten in der Hotline schmoren. Nicht wie die üblichen trockenen Seminare, sehr offen.